Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schild. Ich habe mich jetzt fürs Erste, sagen wir es mal so, dazu entschieden, Zwolloc rauszutun und Zamazenta reinzutun. Ich werde erstmal gucken, wie sich Zamazenta spielt und mit wem ich den wirklich austauschen kann. Und ich kann auch damit leben, Zwolloc oder Houtini fürs Erste nicht drin zu haben. Aber ich dachte mir so, weil Zwolloc Normaltyp ist und Houtini hat Pflanzenattacken, zumindest eine, dachte ich mir erstmal, ich tue erst zum einen erstmal Zwolloc raus und gucke erstmal, vor allem, wie Zamazenta eigentlich so drauf ist. Und ich merke, das könnte es eigentlich auch in erster Stelle tun. Und ich habe ihm dem Schild nochmal zurückgegeben. Denn ich glaube, mit dem Schild kann er sich dann am Anfang des Kampfes zu seiner wahren Form entwickeln. Verwandeln. So wie Proto-Grodon und so. Warte, hätten wir Wart auf dich? Soll ich dich hinbringen? Gerne. Oh. Hey, ihr Süßen. Na? Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles ist wieder in Ordnung, hörst du? Du kannst dich selbst unter Kontrolle halten, ich glaube auch nicht. Immerhin bist du der Held, der die Gala-Region gerettet hat. Wow, du hast dich tatsächlich beruhigt. Fantastisch, ich wusste, dass du es schaffst. Du liebes bisschen, hopp. Du siehst ziemlich durch den Wind aus. Oh, hi, da seid ihr ja. Gut möglich. Ich war so damit beschäftigt, das Sascha zu beruhigen, dass ich alles andere vergessen habe. Unglaublich, dass du einfach alleine losgestürzt bist, um den legendären Helden zu besänftigen. Es sieht glücklich aus. Ja, finde ich auch. Es war aber echt kein Zuckerschlecken, sag ich dir. Was? Echt jetzt? Ist das dein Ernst? Was will Sascha von dir? Ich glaube, es hat meine Talente als Trainer anerkannt und es möchte Teil meines Teams werden. Wirklich, das ist ja großartig. Also, wenn du es wirklich ernst meinst. Sascha, ich weiß nicht, was du da tust, aber jedem das halt, ne? Mal sehen. Was los? Mit dem Pokéball will der mich eigentlich verarschen. Das regt mich gerade auf. Falls du nicht wissen, was in der letzten Folge passiert ist. Ich wollte nämlich, sagen wir mal, die ganze Zeit mit einem Hyperball fangen. Und dann dachte ich mir am Ende, kack drauf, war ich der Ball. Und seht ihr das? Der Pokéball, der schwebt einfach nur in der Luft rum. Und seine Hand ist einfach so in einer Animation stecken geblieben. Gerushtes Game. Ich wollte schon sagen, jetzt war es halt echt unglaublich. Ich kann selbst noch nicht ganz glauben, was da eben passiert ist. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich dank all dem ein neues Kapitel beginnen kann. Mike, ich habe eine Bitte an dich. Denk jetzt bloß nicht, dass ich Betis nachahmen will, aber... Würdest du bitte noch einmal gegen mich kämpfen? Hier, wo alles angefangen hat. Im Schlummerwald. Ja, genau, so gucke ich auch gerade. Lustlos, kein Bock. Ja, okay. Maike, bei diesem Kampf halten wir uns kein bisschen zurück, okay? Bist du soweit? Dann lass uns loslegen! Das ist der letzte Hauptkampf, ich bezweifle es. Würdest du bitte noch mal gegen mich kämpfen? Boah, jetzt gib da an mit Zwolloc. Ach komm, halt zum Maul! Ich will Zamazenta halt im Team haben. Also dann los geht's, Maike! Keine falsche Zurückhaltung! Es gibt so viele Pokémon, die man im Team haben will, aber. Vielleicht in den nächsten Gen. Ich habe mal Stahlattacken, by the way. Und eine Unlicht. Ja, die haben wir auch mit Dings. Ja, ja, komm, greif einfach an. Was ist am stärksten? Gigantenstoß. Haben aber nur 5 Mal. Das ist mal ein. Bam! Hätten wir den rostigen Schild nicht, wäre es ein ganz normales Zamazenta. Ohne Form. Was nicht heißt, dass das Pokémon schlecht ist. Ist halt nur nicht ganz so stark dann. Weil hiermit nimmt es nämlich auch den Typ Stahl an. Mit dem Item. Ohne Item ist es nur Kampf. Das ist bei Sascha ähnlich so. Sascha ist nämlich Typ Fee. Warum auch immer. Aber ja, mit dem Item, mit dem Schwert wird dann Sascha Typ Stahl. Oder Kampf. Stahl, Kampf, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube Kampf, ich weiß nicht mehr. Egal.
Nicht wichtig. Wir schlitzen nicht kaputt, Zwolok. Ein Volltreffer. Kemi, Level Up. Jetzt kriegst du noch keine Level Ups, aber das ist dann nun mal so. Von manchen Pokémon muss man sich halt einfach verabschieden. Aber Zwolok ist für mich innerlich immer noch im Team. Ich kann ja die Pokémon-Box benutzen, wenn ich will. Mein Antrieb im Leben war es immer, zu meinem Bruder aufzusehen. Doch jetzt, wo er nicht länger der Champ ist, fehlt mir ein klares Ziel. Uff. Dann sieh auf mich auf. Keine Ahnung. Hey, lieber Lou, willst du nochmal meinen Tropfen sehen? Oder vielleicht meinen Finger? Beides darfst du gerne haben. Ah. Freunde für immer. Seelenbrie, männlich. Britz Eagle. Du und Sander geht zielstrebig euren Weg. Und ich? Ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie stehen geblieben bin. Oh. Ey, das ist richtig depressiv, der Typ. Damn. Don't be sad, bro. It's fine. It's fine, bro. It's fine. Everything is okay. Ein Volltreffer. Das finde ich doch schön. Oh, nicht Relaxo. Was soll ich denn gegen Relaxo machen? Oh, das tut weh. Jetzt kann Zwolok das einmal nicht gegen Relax kämpfen. Doch dann habe ich zusammen mit dir und Ness die Pokémon gerettet. Da habe ich begriffen, dass ich anderen Leuten helfen kann. Naja, nicht wichtig. Zwolok denkt an uns. Und wir denken an Zwolok. Und das gibt uns die Kraft. Nur nicht Inteleon. Aber komm, Inteleon kriegt es trotzdem hin. Aquaobitze passt schon. Wird schon reichen, denke ich. Ja. Yep. Nur jetzt muss ich eine Runde abwarten. Aussetzen, was auch immer. Oh, nicht mein Level Up. Obwohl ich kann wechseln? Nee, egal. Das war's. Ach, verflix. Aber es macht trotzdem Spaß, gegen dich zu kämpfen. Oh. Anspannung. Lichtschild. Naja. Präzisionsschuss und das Ding sollte... sonst noch überleben, glaube ich. Oh ja, aber wie ist das überlebt? Kacke. Kacke! Das macht zu viel. Wir haben nichts. Ich habe keine Heil-Items geholt. Wow. Geil, zwei Hypertränke. Damit werde ich aber bestimmt Sieger sein. Lol. Aber das passt schon. Angeberei. Uff. Ey, das geht aber gar nicht. Ich bin viel besser als du. Ach Mensch, Inteleon. Natürlich, jedes Pokémon fällt drauf rein. Naja, solange wir jetzt gestärkt sind, wir treffen. Nice. Angeberei ist echt Lotto, so gesehen. Hit or miss. Entweder machst du was Gutes raus, oder du schießt sie ins eigene Bein. Deshalb würde ich Angeberei niemals erlernen lassen. Nicht mehr verwirrt. Siehst du, ich bin nicht mehr verwirrt und bin Angriffboost. Und down! Nein! Also noch ein Heil-Item? Ich hoffe mal nicht. Nein, hat er nicht. Gut. And dead. Kommen noch zwei Pokémon, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall noch Zacian. Muss ich aufpassen. Inteleon und Kursi Level Up. Ja, Zacian. Da tun wir nochmal Summer Center rein, oder? Ich will einerseits einen Kampf. Das reinste Gefühlskar, sag ich dir, aber geht's doch bestimmt auch so, oder? Ja, genau.
Weiß ich ja, es ist zwar irgendwie peinlich, aber ich bin froh, dass es nicht mit mir geht. Gut, dann kann man lachen oder weinen, so viel man will, aber ich werde definitiv mein Bestes geben. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen können. Ging zu schnell weg. Kühnes Schwert. Angriff steigt. Aber mein wackeres Schild, deshalb Verteidigung steigt. Oh yeah, oh, das wird episch hier. Das ist der letzte Pokémon, okay. Gigantenstoß. Nahkampf, oh oh. Wieso ist Sashian sehr effektiv gegen mich? Bin ich zumindest effektiv gegen Sashian, dann wäre es doch noch okay. Aber wenn ich nicht sehr effektiv gegen Sashian bin, dann ist es unfair. Dann ist es richtig unfair. Dann ist Sashian überlegen. Aber richtig. Was? Nicht? Okay, Sashian, mein OP-Girl, verdammt. Was mache ich jetzt? Nee, ich werde ja nicht anfangen, oder? Nee, ich sterbe jetzt. Ich hätte mich heilen sollen, ich bin dumm. Aber komm, da kann zumindest ein Talent jetzt das Ganze hier schnell beenden. Ey, ich finde Summer Center mittlerweile echt nicht mehr so geil. Oh Gott, hätte ich doch Pokémon Schwert gekauft. Oh. Nein, ach bin ich dumm, das kann doch Stromstoß. Ach verdammte Kacke, ey. Oh nein, jetzt macht mich sein letztes Pokémon noch down. Kursi, das ist unsere einzige Hoffnung. Sonst können wir kaum Schaden zufügen. Los, Kursi. Ja, das war's. Wir sind am Arsch. Wir haben verloren. GG. Ja, natürlich nicht. Aber es sieht nicht mehr so gut aus für uns. Aber Sinebrim hat Beulenhelm. Das könnte uns sehr, sehr nützlich sein. Ich würde sagen, Psychokinese war das am meisten Schaden macht von allen Attacken, die ich habe. Oh, och nee. Dein Ernst? Ich lebe noch. Mit einem KP. Halt durch, um Maike zu beeindrucken. Oh, hast mich beeindruckt, Girl. Und bam! Gut gemacht, Silenbrim! Ich bin stolz auf dich. God damn. Dank dir und meinem Bruder werde ich immer stärker. Ich schulde euch wohl was. Verstehe aber nicht, warum du die Links erst jetzt bekommen, nicht schon noch vor dem Champ. Naja. Der allerbeste Champ hat wieder zugeschlagen. Du hast echt gut drauf, Maike. Ich fühle trotzdem, auch wenn das ich jetzt verloren habe, ich fühle mich trotzdem gut. Und weißt du warum? Ich habe einen neuen Traum gefunden, den ich verwirklichen will. Ich möchte jemand werden, der überall auf der Welt Pokémon hilft, die in Not sind. Ich möchte ein Pokémon-Professor werden. Was? Der Gedanke kam mir, als wir von Stadion zu Stadion gehetzt sind, um die wild gewonnenen Pokémon wieder unter Kontrolle zu bringen. Ich weiß, dass ich noch große Wissenslücken in Sachen Pokémon habe. Und an Erfahrungen mangelt es mir auch. Und meine Noten, die passen eigentlich auch nicht so. Doch ab jetzt werde ich mich mächtig ins Zeug legen und büffeln, bis mir der Kopf raucht. Eines Tages werde ich mich dann zu einem Professor gemausert haben, auf den Sanya und du stolz sein könnt. Damit schlage ich zwar einen anderen Weg ein als mein Bruder und du, doch für mich wirst du immer meine Rivalin bleiben. Einmal Rivale, immer Rivale. Yeah. Hehe, Rivalen fürs Leben. Ach, die Jugend, so unbeschwert und voller Enthusiasmus. Ich glaube, ich habe da was im Auge. Stimmt also tatsächlich, dass ältere Leute näher am Wasser gebaut sind, hä? Wie bitte? Ich bin ja wohl selbst noch quicklebendig und spritzig. Okay. Aber hör mal, Hopp, was hältst du davon, bei mir im Labor als Assistentin zu fangen? Was? Ich habe alle möglichen Bücher und Dokumente über Pokémon. Einfach perfekt für jemanden, der Pokémon-Professor werden will. Außerdem könnte ich dir so auf deinem Weg mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also ich fände es gut, dann würde mich nicht beim Nerven um den Kampf zu fragen. Da brauche ich nicht lange zu überlegen und ob ich das will, aber kannst du mich überhaupt gebrauchen? Was für eine Frage! Zumal ich ja jetzt niemanden mehr habe, der mir zur Hand geht. Auf dich wartet jede Menge Arbeit. Moment mal, du suchst also bloß jemanden, der dir Arbeit abnimmt?
Naja, mir soll es recht sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Und dich auch nicht, Maike. Was? Das ist die Niederkarte von Hopp? Lol. Applaus, Applaus. Oha, oha. Wahrscheinlich ein fabelhafter Kampf. Und welch ein rührender Wortwechsel. Oha, oha. Oh mein Haar, hätte ich euch Tränchen vergossen. Schwerthold und Schildrich und Ness und du auch, Bruderherz? Was soll ihr denn alle hier? Kein Grund, gleich so einen Aufstand zu machen, junge Frau. Wir sind nur hergekommen, Maike die Ehre zu erweisen. Die beiden wollen sich partout nicht davon abbringen lassen, sich persönlich zu entschuldigen. Und ich bin quasi nur hier, um auf die beiden aufzupassen. Immerhin sind sie ja Nachkommen des alten Königshauses von Gala. Wie es aussieht, habt ihr echt saubere Arbeit geleistet, während ich im Rose Tower damit beschäftigt war, das Chaos zu beseitigen, das der Präsident hinterlassen hatte. Bruderherz, du kannst dir gar nicht vorstellen, was die zwei da angestellt haben. Überall waren sie Pokémon, haben sie Pokémon zur Dunder-Maximierung gezwungen. Das hättest du mal sehen sollen. Und wir bereuen unsere Taten zutiefst. Aus purem Egoismus haben wir in Kauf genommen, dass unschuldige Pokémon verletzt werden. Nichtsdestotrotz hat Maike unsere hochmütige Haut gerettet. Deine Großmütigkeit ist größer als deiner, Max. Du wärst selbst als Königin geeigneter als wir. Jetzt geht das schon wieder los. Wann begreift ihr zwar endlich, dass Sascha und Samasenta die wahren Könige sind? Nein, nein und nochmal nein. Wenn wir das Zepter schon aus der Hand geben müssen, dann zumindest an Maike. Je genauer ich dich betrachte, desto mehr spüre ich, wie dich eine Aura der Berühmtheit umgibt. Die Beine haben zwar eine Schraube locker, aber irgendwie scheinen sie dich ins Herz geschlossen zu haben, Maike. Ich bin einfach so nett und so, wie heißt das Wort? Willenswert? Nee, das meine ich nicht. Ich bin einfach so bezaubernd. Oha, schon so spät? Wir würden gerne noch verweilen, doch wir müssen aufbrechen. Hä, wohin? Auf uns wartet ein großer Spießrutenlauf, bei dem wir uns bei allen Leuten entschuldigen, die durch unsere Daten Unannehmlichkeiten erfahren mussten. In diesem Sinne, ade! Hey, wer hat euch erlaubt, einfach so abzuhauen? Hopp! Ja, was ist? Ich habe deinen Kampf gegen Champ Maike mitverfolgt. Du bist unheimlich stark geworden. Um mein Haar hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Déjà-vu? Es freut mich sehr, dass du jetzt eine Bestimmung gefunden hast. Und du musst wissen, dass du meine volle Unterstützung hast. Aber das sage ich jetzt nicht bloß, weil ich dein großer Bruder bin. Nein, das sage ich auch dein Rivale. Danke, Bruderherz. Wow, ein Lob von denen nimmt man wahrscheinlich nicht alle Tage. Da ist es nur zu verständlich, dass auch dir mal die Worte fehlen, Hopp. Ach, hör schon auf, Sanja. Also dann, Kids, machen wir uns auf den Rückweg. Oh ja, das ist die Gelegenheit für ein Wettrennen bis zum Waldrand. Los geht's. Oh, Déjà-vu. Zu den Anfängen. Aber damit war es wohl mit der Afterstory und dann geht's los mit dem Tower. Yep. Ende. Doch das Abenteuer ist damit noch lange nicht zu Ende. Durchforste die Gala-Region nach neuen Pokémon und schnapp sie dir alle. In Score City gibt es zudem den Kampfturm und ein Turnier. Wartet auf neue Herausforderer. Genau, den Kampfturm, da wollen wir hin. Und Pokédex mache ich dann offscreen irgendwann. Stell dein Können unter Beweis und miss dich mit stärkeren Gegnern als je zuvor. Und die neuen Pokémon, die wir dann in diesem Let's Play nicht sehen, die werde ich dann irgendwann im extra Video zeigen, damit ihr alle, die nur mein Let's Play gucken, noch alle Pokémon sehen werdet. Und verdammt, ich weiß halt echt nicht, ob ich Samasenta behalten will oder Zwolloff wieder rein tue. Das weiß ich echt noch nicht. Ah ja, wie schön. So, wir haben noch einfach Zeit. Das heißt, wir können jetzt schon anfangen. Mit. Aber wir haben gar kein Ziel mehr oben links, deshalb ist die Karte so leer. Hier oben. Der Kampfturm, da können wir uns jetzt hin teleportieren. Und da geht's nun weiter in den nächsten Folgen. Im Rose Tower, der jetzt ein Kampfturm ist. Aber bevor wir das machen, gibt es hier... Ich habe mich falsch hingeportet. Ich will mich ja erstmal heilen. Okay, machen wir so. Ja, das passt, denke ich.
Einmal kurz und dann fangen wir schon mal an mit dem Kampfturm. Ein Kampf oder so, Mama. Aber ich bin echt am Überlegen, Samasenta sogar rauszutun. Ich bin echt nicht überzeugt von dem, leider. Auch wenn ich ihn sehr mag, so ist es nicht. So. Ich bin gespannt, wie das aufgebaut ist in diesem Spiel. Kampfturm. Interessante Musik. Was gibt's denn hier so? Kaffee? Aha. Ein Buch? Ach, Buch! Apropos Buch! Wir haben doch Sanias Buch bekommen. Können wir das lesen? Die Professorin sagt immer, dies ist weder die rechte Zeit noch der rechte Ort dafür. Was? Hä? Okay. Na, halt nicht. Ich kämpfe Tag aus, Tag ein, um Schritt für Schritt im Rang aufzusteigen. Okay. Oh, Typ 0 gibt es hier. Warum gibt es hier eine Ultra-Bestie? Warte, ist Typ 0 überhaupt Ultra-Bestie? No! Nein? Okay. Elektrit ist aktiviert! Das sollte die Stromrechnung reduzieren! No! Stellst du das Kampf wohl erst, wenn Typ 0 sich entwickelt? Ah, hallo, Cem Maike! Lass mich dir noch einmal ganz herzlich zu seinem Sieg gratulieren! Zu diesem Anlass möchte ich dir das seltene Pokémon Typ 0 schenken! Danke! Habe ich jetzt das da erhalten? Was neben mir steht? Ah ja, Typ 0, kann sich entwickeln! Ach, diese Discs gehören auch noch dazu. Mehrere Discs. Hat Typ 0 sich erstmal einfach entwickelt, ändert es seinen Typ, je nachdem, welche Discs du ihm zum Tragen gibst. Echt? Wusste ich gar nicht. No! Doch, doch. Kämpfe gegen Trainer aus aller Welt sind eine nervenaufreibende Angelegenheit. Daher solltest du dir im Kampf um verschiedene Strategien aneignen. Alles im Tisch. Delan hat den Rose-Tower zum Kampfturm umfunktioniert und ist nun sogar dessen Eigentümer. Selbst nach seiner Zeit als amtierender Champ liegt ihm weiterhin viel daran, jeden stärker zu machen. Diese Leidenschaft ist bewundernswert. Mhm. Willkommen, Champ. Willst du etwas kaufen? Etwas kaufen? Oh. Alles klar. Gut. Doch, wir können gerne was verkaufen. Einmal in unserem Schatz. Ja, okay, lassen wir's. Doch nicht. Egal. Reicht. Mit wem wir uns zuerst reden? Was ist das hier eigentlich? Lass uns erstmal hier angucken. In Rangkämpfen kannst du gegen Pokémon-Trainer aus aller Welt kämpfen. An Rangkämpfen teilnehmen. Kämpfen im Spielmenü erst Versus und anschließend Kampfstadion aus, um an Rangkämpfen teilzunehmen. Trainiere deine Fähigkeiten im Kampfturnier und stelle dich der Herausforderung. Nee, ist nicht so meins. Möchtest du dir eines meiner Kampfteams ausleihen? Nein, ist nicht. Hey, warum sollte ich? Du bist tatsächlich zum Champ aufgestiegen. Reife Leistung, ich muss schon sagen. Dann hast du jetzt die fantastische Möglichkeit, Pokémon, die Level 100 erreicht haben, bei mir ein super Spezialtraining absolvieren zu lassen. Welches deiner Pokémon soll mein super... Ich hab kein Level 100er. Hier gibt's also das Level 100er, den Level 100er Battle wieder. Das kennt man ja schon. Willkommen im Kampfturm. Wonach steht der Sinn? Kämpfen, Erklärung anhören. Erklärung. Wie der Name vermuten lässt, ist der Kampfturm eine Einrichtung, in der du kämpfen kannst. Dabei kannst du auf dieselben Regeln zurückgreifen wie bei Reinkämpfen. Für gewonnene Kämpfe gibt es Belohnungen wie GP und Sonderbonbons. Wenn du keine Zeit zum Trainieren hast, kannst du auch mit einem Leitteam antreten. Nee, ich habe gar keinen Bock zu trainieren. Willkommen im GP-Laden. Wie kann ich dir helfen? Ah ja, hier gibt es also die OP-Attacken. Items. Weiß zwar nicht, was davon das krasseste ist. Aber ich denke mal, das hier, weil das am meisten kostet. Was bei Anwendung auf ein Pokémon, das zwei verschiedene Fähigkeiten haben kann, wird seine aktuelle Fähigkeit mit der anderen ausgewählt. Was? Silberkronkorken haben wir schon. Den sollten wir also nicht wegschmeißen. Wir können mit GP laden. Ach, es gibt noch mehr. Münze? Scheiße, den Angriff schneller, aber seine Verteidigung so langsamer. Hä, wie dumm. Wer will denn sowas haben?
Was? Wie geht es, Typ 0? Ach, alles gut. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns einmal hier einen ganz normalen Kampf an oder nach dem anderen Kampf. Kämpfen. Einzelkampf. Kann man leveln? Okay, warum? Machen wir das hier. Drei Pokémon können wir auswählen. Nehmen wir Inteleon, Zamazenta und Silenbrim. Das sind, glaube ich, meine stärksten im Team. Und jetzt sind wir ganz oben ins Kämpfen gegen random Leute, oder wie? Ja, das steht alles, was du missen musst. Hm, hast du einfach keine Visitenkarte? Jetzt kommt die Musik! Von Toby Fox. Was ein geiles Pokémon! Was er da hat. Das ist der beste Soundtrack im ganzen Spiel, finde ich. Oh, ich bin down. Aber das Lectragon hätte ich auch gerne im Team gehabt. Sieht voll nice aus. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich gegen ihn machen soll. Ich finde ehrlich gesagt den Soundtrack etwas deplatziert, weil der hört sich so an, als wäre das irgendwie so ein Champ-Theme oder so. Und dann ist es nur für so einen langweiligen Kampf wie hier. Wisst ihr, was ich meine? Ein Volltreffer. Verdammt, Beulenhelm zählt trotzdem. Ich glaube, ich verliere den Kampf. Aber Schlafrede ist eine echt OP-Attacke, ganz ehrlich. Da kannst du, während du Genesung eingesetzt hast und die Folge halt hast, einfach angreifen. Ja komm, ich lass mich kurz umbringen. Weil ich hab mich verkackt. Dann gucken wir uns noch die Karte von Hopp an, dann gucken wir uns den anderen Kampf an. Wir machen heute eine irgendwas längere Folge, weil warum nicht, ist okay. Ich muss nämlich gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Weil ich merke gerade, es gibt keine nächste Folge. Was soll in der nächsten Folge passieren? Ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles durch. Also so wirklich alles. Ich dachte, im Kampfturm gibt es viel mehr, aber anscheinend ist er doch sehr langweilig und nicht so geil gestaltet wie in Platin. Was ein wenig enttäuschend ist, aber ist dann wohl so. Ich guck mal, was wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht dauert es auch bis zur nächsten Folge, weil die nächste Folge dann vielleicht irgendwie die Einträge in den Pokédex sind oder so. Mal schauen. Ja, ich weiß, ich hab verloren. Ist mir eigentlich auch komplett egal gerade. Dann habe ich halt verloren. Wen juckt's? Ja, passt schon. So, wir gucken nochmal hier nach. Also. Hier ist für Level 100 Pokémon. Ich weiß nicht, was man hier jetzt noch machen kann. Ob das auch gleich ist wie früher. Was mache ich hier eigentlich?
Ich will doch nur eine Liga-Karte nachgucken. Wo ist denn das von Hopp? Das Hopp! Oh, was ein Smiley, der in seinem Namen geschrieben hat. Oh, wie cool. Machen wir auch noch mal ganz kurz die Pose. So, halt, stopp. Bevor ich diese Folge doch noch mal beende, gibt es ein paar Informationen. Und zwar ist hier tatsächlich das Ende vom Let's Play. In der nächsten Folge, die irgendwann nächstes Jahr vielleicht kommt, werde ich dann euch den kompletten Pokédex zeigen. Den kann ich euch hier zeigen. Ich werde den ganzen Pokédex jetzt nämlich demnächst vollfüllen. Und dann werde ich euch alle Pokémon vorlesen, die ganzen Pokédex-Einträge, meine Meinung dazu. Und ich werde euch auf jeden Fall, bevor ich das mache, euch noch ein extra Video zeigen mit den ganzen neuen Pokémon aus Scala, die ich euch in diesem Let's Play noch nicht zeigen konnte. Außerdem habe ich ja gesagt, dass ich vielleicht in der nächsten Folge eine extra Folge mache, wo ich die Level 100er Pokémon nehme und dann hier ganz normal weiterkämpfe. Also man muss hier sich so ein Team nehmen oder hier bei dem, wenn man selber 100, Level 100er Pokémon hat, die registrieren und dann hier kann man gegen die kämpfen. Aber man kriegt dafür nur GP-Punkte und dann habt ihr schon gesehen, man kann damit irgendwelche Items kaufen. Ich hab das aufgenommen, aber es ist langweilig und ich denke, ich verwerf das. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Das ist jetzt so die letzte normale Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann bitte lasst ein Like da, das würde mich sehr freuen. Ein Abo wäre auch ganz toll, Glocke aktivieren, damit ihr wisst, was als nächstes kommt. Es kommen ja noch viele weitere Let's Plays, unter anderem auch Pokémon. Und dann würde ich sagen, schönen Tag noch. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen, das Let's Play vor allem. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute.